Ja, wir in Nordrhein-Westfalen sind der Fortschrittsmotor umweltgerechter industrieller Weiterentwicklung. Und wie vorbildlich dieser Motor bereits auf Touren gekommen ist, zeigt unsere Landesinitiative Klima-Expo. Klimaschutz ist eines der zentralen Themen, mit dem wir uns in den nächsten Jahrzehnten zu beschäftigen haben. Wie werden wir Energie erzeugen, wie werden wir Energie speichern und wie werden wir Energie verbrauchen? Wo wird geforscht, wo setzt man Hoffnungen für die Zukunft drauf, was sind Trends? Klima-Expo zeigt, was heute alles schon möglich ist, wie man Klimaschutz unterstützen kann und wie viele Menschen das eben auch schon tun, wie viele Projekte es schon gibt. Und deswegen finde ich das so wichtig. Das sind Projekte, die man nur in diesem Zusammenhang entwickeln kann, wo Klimaschutz eben im Grunde im Großen gedacht wird. Es geht darum, wegweisende Projekte und Unternehmungen für einen erfolgreichen Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen ins Schaufenster zu stellen und die Welt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa einzuladen, mitzumachen am Projekt Fortschrittsmotor Klimaschutz. Eine wunderbare Gelegenheit, das einmal zu präsentieren, eine Plattform, auf der gebündelt alles dargestellt wird. Das ist für uns Zukunftsnetzwerk. Zu sehen, wie viel Potenzial hier in Deutschland steckt für die Weiterentwicklung von neuen Energieformen und wie viele Ideen und wie viele kreative Köpfe hier auf der Messe sind, das finde ich total beeindruckend. Herzlich willkommen bei der Klima Expo NRW hier im Rahmen der eWorld Energy and Water hier im Forum. Es werden Menschen sprechen, die sich auskennen, die euch Perspektiven eröffnen können und mit denen ihr euch natürlich auch austauschen könnt. Dafür ist eine internationale Messe auch ein guter Platz, um zu zeigen, die Akteure aus Hochschulen, Wirtschaft und auch Zivilgesellschaft haben verstanden, um was es geht bei der Energiewende und Klimaschutz. Gespräche haben wir sehr viele schon geführt und sehr positive Rückmeldungen. Wir sollten das auch weitermachen, auf jeden Fall, und auch mehr an die Öffentlichkeit gehen und auch den Kollegen das zeigen. Ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, dass so eine Initiative auch dann Erfolg hat, wenn sie zu den Bürgern geht und sie einlädt, mitzufahren, mitzudenken, mit vor Ort sich Dinge anzuschauen. Das ist, denke ich mal, ein wesentlicher Faktor. Ja, das, was ich selber erlebe und selber erziele, ist da viel näher. Es ist nicht Theorie, es ist die Praxis. Und wenn man nach 5, 6 Jahren mal schaut, was heute alles in der Landschaft blüht und wächst, dann ist das gewaltig. Bis heute hat die Klima Expo 220 innovative und richtungsweisende Projekte identifiziert. Und sie sollen der Nachahmung dienen, sie soll zeigen, in welcher Breite wir in diesem Themenfeld gut aufgestellt sind. Und es ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit, ein Danke zu sagen dafür, dass solche Projekte unter anderem vom Land und vom Bund gefördert werden. Tausend Schritte in die Zukunft, und das meinen wir wörtlich. Ich würde Sie, lieber Achatz, jetzt bitten, vielleicht mit dem Fuß Ihrer Wahl auf das Gelbe zu treten und anschließend auf das Weiße. Das sind also zwei weitere Schritte in die Zukunft. Klima-Expo, ne? Das macht Appetit.